Sorino, wenn's mich denn zu Tode juckt, oder mein Gott, warum hast du mich verlassen? Andreas. Als ich, und viele haben das ja hier hautnah miterlebt, und ich danke allen, die es miterlebt haben und in dieser Zeit bei mir geblieben sind, nicht meinen Sturz geplant haben, nicht mit ihrem Problem rumrennen mussten, Andreas ist krank und schwach. Es gab damals sogar mal einen Schüler, der kam zu Arne und schrie ihn an, er will sein Geld zurück. Hat Arne gesagt, warum? Weil er keinen kranken Krüger mitgekauft hätte. Hat Arne gesagt, ja, Lacaninum, 100-wertig. Hat Arne gesagt, du hast hier erstmal überhaupt keinen Krüger gekauft, du hast hier 3 Jahre Unterricht gekauft. Ja, aber dass der hier so depressiv und wie Spucke an der Wand rumhängt, das würde er überhaupt nicht aushalten. Und es gab viele, die unter meiner Krankheit sehr gelitten haben. Es gibt sowieso viele, auf die das alte, wunderbare Wort nicht passt. Geliebt wirst du einzig dort, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren. Aber es gab auch viele, bei denen ich das erlebt habe, die mich ausgehalten haben, als ich Spucke an der Wand war. Und in diesem zurinischen Urzustand, wo ich mich Hiob nannte. Wo komme ich gerade her? Wo fing der Exkurs an gerade? Bei Arne. Bei wo? Bei Arne und dem Schüler. Ja, nee, davor. Davor. Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber egal, ich lass mal los. Ja, Zorinum. Kretze Nosode. Eine der ganz, ganz großen, ganz, ganz wichtigen Heilkräfte in der Homöopathie. Ich bekenne mich, ach ja, richtig, jetzt weiß ich wieder. Ich war ja dann in einer psychosomatischen Kur, nachdem ich das ein Jahr versucht habe, ambulant hinzukriegen mit meinem Burnout und meiner Depression und meiner Angststörung. Und das irgendwie natürlich hingekriegt hätte oder habe, sonst hätte ich mich ja umgebracht. Also ich kann nicht sagen, es hat alles nicht gewirkt. Aber es hat jetzt nicht so gewirkt, dass ich dachte, ich bin jetzt wieder gesund. Also es hat mich überleben lassen. So wie Brigittes Stullen, die sie mir 1,5 Jahre lang mitgebracht hat, weil ich morgens nichts essen konnte, weil mein Magen zu war, weil mein Magen ein einziger Knoten war. Und ich konnte erst mal ab 10 essen. Und dann habe ich immer hier im Büro von Brigitte Toastbrote gekriegt, ganz lecker. Und es war dann somit das Einzige, was ich essen konnte. Ich habe innerhalb von einem halben Jahr 30 Kilo abgenommen während meiner Depression und meiner Angststörung, weil ich eben auch nie schlief oder gefühlt nie schlief. Und dann bin ich nach einem Jahr, habe ich dann wie auch kapituliert, habe gesagt, okay, ich kriege das nicht hin und habe mir in den Sommerferien natürlich, ich bin ja ein pflichtbewusster Mensch, eine Kurklinik gesucht, bin da hingegangen und bin da tatsächlich nach 4 Wochen auf alle Fälle phänotypisch gesund wieder rausgekommen und habe dann eine Entlassungsdiagnose gekriegt. Und auf dieser Entlassungsdiagnose stand Hysterie mit narzisstischer Grundstörung. Da war ich immer so unverschämt, Hysterie mit narzisstischer, geht ja gar nicht. Und bin zu meiner damaligen Therapeutin gerannt und die sagte dann so schön, ach, Herr Krüger, ist doch schön. Hysteriker kriegen eigentlich nie Krebs und werden nie wirklich wahnsinnig. Die sind ihr ganzes Leben lang immer ein bisschen durcheinander, die sind ihr Leben lang immer ein bisschen verrückt, die sind ihr Leben lang immer ein bisschen hypochondrisch, sind sehr anstrengend für ihre Mitmenschen, für sich selbst auch, aber so richtig schwer krank werden die Hysteriker selten. Die fackeln ihre Sachen halt irgendwie in ihrer hysterischen Energie tagtäglich relativ flott ab. Der Hysteriker stirbt dann eher am Herzinfarkt, kriegt eher mal einen Schlaganfall. Aber richtig ganz schlimme Krankheiten kriegen die Hysteriker selten. Ich hatte so ein paar hysterische Tanten, die waren seitdem ich die kannten, hatten die immer irgendwas Dramatisches, immer.
erzählten nur von ihren Krankheiten, wurden aber 95. Meine Oma und ihre Schwestern redeten nie von ihren Krankheiten, redeten nie davon, dass irgendwas Schlimmes, und starben alle Ende 50 an ihren Krebsen. Ist interessant. Darum habe ich gegen Hypochonder inzwischen nichts mehr. Ich weiß, sind langlebige Menschen, Hypochonder. Ja, Hysterie hat erstmal nichts mit Zurinum zu tun, aber vielleicht doch. Ich bekenne, ich hasse Niederlagen. Ich finde Niederlagen furchtbar. Ich finde sie abartig. Sie schmerzen mich, sie tun mir weh. Sie nagen an meinem Selbstbewusstsein. Ich finde Niederlagen furchtbar. Und ich habe den Film gesehen mit Rod Steiger, Waterloo, als der Kaiser nach seiner letzten verlorenen Schlacht in diese Kutsche gestiegen ist. Und ich wusste, wie sich dieser Mann gefühlt hat. Und alle, die dann immer sagten beim Angucken dieses Films, recht ist es ihm passiert, dachte ich immer, du Arschloch, du kannst dir ja nicht vorstellen, wie der sich gerade fühlt. Ich hasse Niederlagen ganz besonders, wenn sie im Anschluss an scheinbare Triumphe auftreten. Wenn du denkst, du hast einen glorreichen Sieg errungen, wenn du denkst, du hast was ganz Tolles gemacht, wenn du denkst, es ist alles ganz grandios, und dann bricht alles zusammen. Das ist, finde ich, noch schlimmer. Noch furchtbarer. Und da kommt jetzt das erste Zurinum-Symptom, das erste, ja man könnte was sagen, der erste Glaubenssatz eines hiobischen Menschen, und dieser Satz heißt, Gott verarscht mich. Wenn ein Patient zu euch in der Praxis sagt, Gott verarscht mich, Gott treibt ein dummes Spiel mit, dann denkt an Zurinum, fühlt sich von Gott verarscht, fühlt sich von Gott verlassen, fühlt sich von Gott verraten, fühlt sich von Gott, ja, in einem Spiel benutzt. Ich meine, einer meiner Advaita-Lehrer, der sagt so schön, ist doch sowieso alles nur ein großes Spiel, ein großes Schauspiel, ist alles geplant, das Skript ist fertig, begreif dich, setz dich daneben, sei Scherz, lach dich tot. Mag alles sein, in einem solchen Zurinum-Zustand bist du von einer solchen Erkenntnis galaxienweit entfernt. Zurinum ist ein zutiefst dualer Seelenzustand, wo du das Opfer einer höheren Kraft bist. Advaitistisch, Failure Irrtum, zurinisch geht diese Empfindung in jede Zelle deines Körpers. Jetzt war ich schon 3 Jahre bei Frau Kramp und habe mich von ihrer unwahrscheinlichen Homöopathie genial behandeln lassen. Alles jetzt Scherz, nur mal als Beispiel. Bei Katja habe ich irgendwie 7 Jahre Tannenarbeit tanzt. Bei der habe ich das, bei der habe ich das, bei der habe ich das, bei der habe ich das. Und was passiert? Gar nichts. Ich habe das Gefühl, umso mehr ich mache, umso schlimmer wird alles. Ich habe das Gefühl, umso mehr ich irgendwas will, umso weniger kriege ich's. Denn war ich bei Muji. Muji sagt, lass jeglichen Willen los, Willen ist dual, sei einfach hier, erkenne, du bist Quelle. Habe ich auch versucht, 15 Jahre. Ist überhaupt nichts passiert. Ist überhaupt nichts passiert, ja? Ich habe 783 homöopathische Mittel genommen von Frau Müller, von Frau Kramp, von Herrn Antoni, von Herrn Stötteler, von Vitulkas, von, habe ich alle hinter mir, alle. Ich habe 287.000 Euro die letzten 20 Jahre meine Therapien bezahlt. Es ist nichts passiert, nichts. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute es gibt, die sowas erzählen. Und dann frage ich, dann haben Sie denn das Gefühl, woran es liegen könnte? Ich weiß immer nur, dass Frau Kramps Patienten umgehend gesund werden. Wie kommt es vor, dass Ihnen das... Da will jemand nicht, dass ich gesund werde. Und der lacht sich tot.
Sorinum hat richtig das Gefühl, ich kenne das, dass Gott einen Spaß daran hat, mich verzweifeln zu sehen. Er hält dir die Maus vors Maul, er winkt mit der Maus, er sagt, hallo, hier ist die Maus, die du schon seit 20 Jahren suchst, kannst gleich reinbeißen. Und du schnappst nach der Maus und die Maus ist weg. Und du sitzt da und denkst, schon wieder verarscht. Du freust dich, weil du ein Kind kriegst oder deine Frau ein Kind kriegst. Und alles ist perfekt, alles ist schön, alles ist herrlich. Du hast alles so toll vorbereitet, wie du nur irgendwas vorbereiten kannst. Als ihr euer erstes Kind gekriegt habt, 5 Jahre vorher, da war es noch schwierig, da hattet ihr kein Geld, da hattet ihr keine Wohnung, da musstet ihr irgendwie gucken, dass ihr euer Leben halbwegs hingekriegt habt. Und in der Zwischenzeit ist alles schön. Es ist alles so schön, wie es nur schön sein kann. Und die Geburt ist so ja schön, es ist alles schön. Und du denkst, Mashallah, mein Gott, du hast mich belohnt. Mashallah, mein Gott, ich habe dir jahrelang in Liebe gedient, mein Gott. Mashallah, mein Gott. Ja, es ist hier recht, dass das so gut jetzt alles ist. Mein Gott, ich bin ein Gerechter. Ich lobe dich, ich preise dich. Ich heile deine Menschen, ich verkünde deine gute Botschaft, mein Gott. Ich hab's mir eigentlich verdient, dass das alles so gut ist, ja. Tja. Und dann ist dein Kind nach 2 Tagen tot. Einfach tot. Und du sagst, du Arschloch, du unendliches Arschloch, Gott, du Flachwichser, du sadistische Sau. Das ist Zurinum. Die völlige Verzweiflung an Gott. Die völlige Verzweiflung an jedem Heil. Und eben auch meinetwegen an Frau Kramp, an Frau Müller, an Herrn Antoni, an die Tulkas, an Stötteler, an allen. Der Sankaran stellt doch immer neue gefakte Fälle vor. So geht es zu Rinum. Zu Rinum zweifelt an Grundsätzlichsten. Wir sind Schüler unseres Hauses und da habe ich schon bestimmt ein Dutzend Heilpraktiker-Zukünfte mit gerettet. Die sind 5 Jahre mit bei, die sind 5 Jahre auf dem Weg, die machen, die gehen zur Supervision, die tanzen Tanawa, die machen alles. Und dann passiert was in ihrem Leben. Und alles, aber alles wird in Frage gestellt. Nichts wirkt mehr. Zweifelt am grundsätzlichen Wirkprinzip all unserer Therapie. Und das Einzige, woran er noch glaubt, ist, dass Tabor 4 Stunden Ruhe gibt. Das ist das Einzige. Und ich habe Advaita-Meister in diesem Zustand auf meiner Couch zu sitzen gehabt, die vor Turnhallen gelernt haben, das Leben ist eine einzige Illusion. Und als ihnen denn an einem Tag ihre Frau und ihre 3 Kinder bei einem Autounfall umgekommen sind, war Ramana Maharshi einfach nur ein Wichser. Und alles, was er ihnen erzählt hatte, war einfach eine Tonne. Und es ist auch in Ordnung. Und ihr als Therapeuten müsst euch in dem Moment mindestens offiziell 1 verkneifen. Tja, du warst dir halt zu sicher. Wer nicht so erleuchtet ist, der denkt sowas manchmal. Wenn einem einer von morgens bis abends erzählt hat, irgendwie die kleinen dualen Geschichten, die man im Leben hat, sind ja einfach nur ein Mangel an Gewahrsein. Und es gibt ja auch so einen advaitistischen Hochmut, der manchmal ganz schön wehtun kann. Und dann siehst du, wie jemand, der sowas immer erzählt, aber sowas in die Scheiße marschiert wie irgendwas, da kommt schon mal so ein kleiner lykopodischer Gedanke, den darf man dann auch wegreiben. Oder wenn die Hälfte meiner ganzen klassischen homöopathischen Kollegen, die mir irgendwie 100 Jahre erzählt haben, wie furchtbar das ist, dass ich manchmal 2 Mittel gehe, sich jetzt alle von Stötteler behandeln lassen mit 5 Mitteln,
Denn denke ich auch manchmal, was hast du mir irgendwie 20 Jahre erzählt? Ich lasse mich auch mal stationär behandeln, aber ich habe schon immer mehrere Mittel benutzt, ja? Aber es lassen sich ja inzwischen auch homöopathische Salafisten nach stationär behandeln. Dann gibt es natürlich den Erwachsenen, der sagt, naja, ist doch in Ordnung, ist doch schön, dass die so undogmatisch sind, dass sie auch mal was anderes probieren. Das Schwierige ist eben, dass sie früher immer auf meine zwei Mittel rumgehackt haben und jetzt nehmen sie fünf, ja. Aber wir sind ja alle im Fluss, aber das meine ich, dass das auch für uns als Therapeuten schwierig ist, in der Liebe zu bleiben, wenn jemand in einem solchen Zustand ist. Weil die Intensität des zurinischen Jammers, die hat eine Dimension, die ist ganz schwer auszuhalten. Und da muss man vorsichtig sein, dass man denn nicht so einen Satz sagt, na dann gehen Sie doch woanders hin. Oder vertrauen Sie mir denn gar nicht mehr. Und dann muss der Zuriniker sagen, ich vertraue gerade überhaupt niemand. Ich habe diesen Zustand erlebt. Dass mein Vertrauen weg war. Und ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der hat eine so tiefe Fähigkeit zu vertrauen wie ich. Aber die war weg. Ich habe nicht mehr vertraut. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe 5-mal am Tag meinen Homöopathen angerufen. Das war eigentlich der Einzige, dem ich noch vertraut habe. Und habe immer zu ihm gesagt, Micha, hast du noch Hoffnung? Und er hat immer gesagt, ja, ich habe noch Hoffnung, du bist gerade in einer tertiären Psychose, wir schaffen das. Übermorgen, der hat mich damals nach Gino behandelt, übermorgen gehst du da. Ja. Aber wenn der gesagt hätte, er vertraut mir nicht mehr, ich weiß nicht, ob ich weitergemacht hätte. Also dieses Vertrauen meines Therapeuten hat mich am Leben erhalten. Naja, und ich hätte schon Brigitte und Irmi das nicht angetan, dann wäre ja der Stuhl irgendwie weg gewesen und sie hätten sich nicht mehr über mich ärgern können. Aber ich kenne den Gedanken, dass das alles so schrecklich ist, dass es nicht mal mehr diesen aurealen letzten Lichtpunkt gibt. Aurum hat ja das Symptom, suizidiert sich, weil er hofft, drüben ist besser. Zurinum suizidiert sich, das Ruhe ist. Da geht es nicht um besser. Es soll aufhören. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal erlebt hat, dass er morgens aufwacht, sein Bett ist blutig und fingerdick von Hautfetzen übersät, weil er sich die ganze Nacht gekratzt hat. Hatte jemand von euch schon mal Krätze? Nee. Ihr Glücklichen, wir hatten Schüler in diesem Haus, die hatten Krätze. Die dann erst Monate später diagnostiziert wurde, weil ich gesagt habe, ey Mann, ich habe keine Ahnung, aber geh mal zu meinem Professor Miskelt. Das war einer der wenigen, die noch Krätze gesehen hatten. Und der hat sofort gesagt, der ist leider jetzt nicht mehr aktiv. Aber viele junge Ärzte erkennen gar keine Krätze, weil die haben noch nie Krätze gesehen, ja. Meine, unsere Schüler werden wahrscheinlich alle Krätze kennen, weil ihr wunderbar hier ausgebildet werdet. Aber viele erkennen gar keine Krätze. Und da wird irgendwie 100 Jahre Cortison aufgeschmiert, ja. Ganz, ganz furchtbar. Und selbst wenn die Krätze denn tot ist, es juckt weiter. Und da ist zum Beispiel Zurinum eines unserer wichtigsten. Weil Zurinum heilt den Krätzegeist. Zurinum heilt das Krätze-Miasma. Und ja, ich selbst durfte in der letzten Zeit Zurinum nochmal ganz wunderbar wirken sehen, weil eine sehr, sehr gute Freundin von mir kriegt eine Form von biologischer Behandlung für ihren Tumor und diese biologische Behandlungsform, die super ist und eigentlich nebenwirkungsfrei ist, hat aber doch eine Nebenwirkung, weil da gibt es irgendwas mit Histamin und du fängst dich wahnsinnig an danach zu jucken. Also du juckst dich. Ich bewundere diese Freundin, weil ich gebe wirklich zu,
Ich schäme mich. Ich würde mich mit Histamin vollknallen bis zum Abwinken. Wahrscheinlich würde ich in Cortison baden. Aber ich halte das nicht aus 24 Stunden, dass es mich juckt. Ich würde meinen Homöopathen alle 10 Minuten anrufen, aber wenn dem was nicht einfällt, denn ist mir bis jetzt verwehrt geblieben, brauchte ich nicht. Aber ich finde, jucken ist irgendwie mit so das Schrecklichste, was es gibt. Jucken ist so furchtbar. Und ich bin so glücklich, dass ich dieses Psorinum zum Beispiel habe, weil es gibt bestimmt 50 Menschen mit chronischen Juckreizen, wo kein Arsen geholfen hat, nichts geholfen hat. Und der Patient völlig verzweifelt ist. Und dann sitzt der Patient da und sagt, Herr Krüger, noch ein Mittel, dann bade ich in Cortison. Ich weiß, das ist auch nicht die Lösung, aber ich sage, gut, dann probieren wir noch mal was. Psorinum 200 verkleppert. Bei völlig therapieresistenten Juckreiz, wo der Patient völlig verzweifelt ist, wirkt tatsächlich Wunder. Wirkt tatsächlich Wunder. Ich möchte euch zu Psorinum und für alle, die bei mir irgendwie im Book connected sind, habe ich auch ein bisschen was dazu gepostet, euch eine Geschichte empfehlen. Und wenn man diese Geschichte studiert und sich mit dieser Geschichte so ein bisschen theologisch auseinandersetzt, kriegt man einen ganz, ganz tiefen Zugang zu dem Thema vom Psorinum. Und vor euch sitzt jemand, der sagen kann, diese Geschichte ist wahr. Man kann es sich oft nicht vorstellen, dass diese Geschichte wahr ist, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Und ich hoffe, dass 95% von euch diese Geschichte nie erleben werden. Aber wenn ihr mal Leute habt, die in diesem Zustand sind, des völlig hoffnungslosen Psorinums, dann könnt ihr ihnen von meiner Geschichte erzählen. Also ich weiß, dass meine Geschichte mit Psorinum ganz vielen Patienten Mut macht, die in der gleichen Situation waren, wie ich war, wenn mir Psorinum den Arsch gerettet hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich erzähle euch die Geschichte von Hiob. Hiob, oder bei euch heißt er nochmal? Ayub. Ayub. Wir teilen ja mit unseren islamischen Brüdern das Alte Testament, kann man es so sagen? Teilen wir, ja. Und bei denen heißt er Ayub. Bei den Hebräern, sprich Christen, heißt er Hiob. Und Hiob war ein gottgefälliger Mensch. Gestern habe ich noch gelesen, er hatte ganz viele Sklaven. Es gab Zeiten, da war scheinbar Sklaverei gottgefällig. Naja, da musste ich dann auch schlucken, als ich dann mitkriegte, dass meine Lieblingsindianer, die Quinhold im Südwesten, im Nordwesten der Vereinigten Staaten, also auf der Olympia-Halbinsel bei Seattle, gnadenlose Sklavenhaltergesellschaften waren. Und selbst meine Lakotas haben den Gefangenen die Achillessehnen durchgeschnitten, damit sie nicht wegrennen konnten und hielten sie auch als Sklaven. Also da ist so ganz viel von meinem nativen Romantizismus ein bisschen den Berg runtergegangen, dass die Maoris sich gegenseitig aufgegessen haben. Damit konnte ich ja halbwegs leben. Aber ja, gut. Also Hiob war gottgefällig und trotzdem hatte er Sklaven. Und er hatte große Herden. Und viele Frauen, kann man sich auch fragen, ist das gottgefällig? Und viele Herden, und Kinder hatte er. Ich glaube, er hat 10 Kinder. Und Hiob war Gott dankbar, weil Hiob wusste, Mashallah, du hast mir das alles geschenkt. Ich bin bis zum Tod meiner Tochter mit dem tiefen Bewusstsein durch die Welt gegangen. Und das habe ich auch ausgesprochen, wenn man mich gefragt hat, dass ich ein Gotteskind bin. Ich bin ein totales Gotteskind, weil es fiel mir alles zu. Alles in meinem Leben fiel mir zu. Ich bin eigentlich für nichts selbst verantwortlich gewesen. Mein Lehrer hat mich irgendwann mal in die Hand genommen, hat mich gegen meinen Widerstand ins Schulbüro meines damaligen Schulleiters gezerrt und hat gesagt, der Herr Krüger kriegt hier eine Dozentur. Ich gucke Volker an und sage, aber Volker, ich kann doch nicht, ich habe doch kein Abitur.
Volker sagt, ich glaube, dass du das kannst. Und dann habe ich 4 Wochen später Mitochondrien unterrichtet. Ich hatte es mir am Abend vorher eingeprägt. Ich bin zum Glück jemand, der kann angeben. Das heißt, ich habe dann einfach so getan, als wenn ich weiß, was das ist. Ich war immer eine Stunde vor meinen Schülern. Immer eine Stunde vor meinen Schülern. Seitdem ich bei Mama Du Signatur zu den homöopathischen Mitteln lerne, gesegnet seit Kurs 36, bin ich halber Biochemiker geworden. Ja? Aber ich habe teilweise gelehrt unter Bedingungen, die empfehle ich nicht zur Nachahmung. Ja? Aber da hatte ich auch einen tollen Lehrer. Mein Jürgen Becker hat uns über Bücher Vorträge gehalten. Wir waren begeistert. Dieses Buch braucht den Nobelpreis. Ja? Wir haben uns alle diese Bücher gekauft und dann saß ich beim Mittagessen mit seiner Frau zusammen und habe gesagt, ey Anne, dein Mann hat heute einen Vortrag gehalten über ein Buch, ist ja unbeschreiblich, ja. Also, dass der das schafft. Sagt sie, wie bitte? Bisschen sebisch so. Die Zehe hätte das nie wahrscheinlich gesagt. Das hat er doch gar nicht gelesen. Ich habe ihm heute Morgen beim Frühstück von diesem Buch erzählt. Aber ja, es war genial. Genial. Und das kann ich auch. Also ich kann das. Ich kann das. Mama, du erzählt mir irgendwas, wie sich irgendwie der Glykokalix zusammensetzt. Und ich halte am nächsten Morgen einen biochemischen Vortrag, ja. Halte einen biochemischen Vortrag. Und ich sage natürlich irgendwann mal, dass ich das gestern alles von Mama du gelernt habe, aber manchmal vergisst man das auch, ja. Und dann denken die Leute, man konnte das selbst, ja. Also es fiel mir wirklich.